Grizzlies in da, hurra, hurra, von Offenbach Hammer. Die Hunde lasse laden, die Stabinde se an. Wir sind von hier, sind von Offenbach Hammer. Herzlich willkommen zum Offenbacher Fastnachtzug 2021. In diesem Jahr ist vieles anders, aber Sie müssen nicht auf einen großen Fastnachtzug in der Offenbacher Innenstadt verzichten. Die Karnevalsvereine in Offenbach haben sich zusammengetan und einen fantastischen Zug für Sie auf die Beine gestellt. Und da hinten kommt schon die Polizei um die Ecke. Das heißt, der Zug beginnt. Viel Vergnügen! Hurra, hurra! Der Umzug, der wird wahr. Hurra! Ja, das ist schon ein besonderer Moment heute, dass wir den Umzug ein zweites Mal erleben dürfen. Und ich bin froh, dass wir in Offenbach auch sehr positiv Verrückte haben, die so viel Zeit investiert haben, um das möglich zu machen. Und deshalb freue ich mich jetzt auch als Schirmherr des OKV auf diesen fantastischen Zug 2.0. In Offenbach am Markt und ist bei uns auch dies Jahr alles anders als bisher. Es geben wir euch die Fasnacht, hallo, und schaut mal her. So, und damit Offenbach, hallo. Ja, mein Name ist Jens Kölker. Ich hatte im vergangenen Jahr die große Ehre, den Offenbacher Fastnachtsumzug zu kommentieren. Damals wie heute an meiner Seite er, der einzigartige, der oft kopierte und doch nie erreichte Simon Issa, der Ministerpräsident des Offenbacher Karnevals. Hallo und herzlich willkommen. Eine große Freude, Jens. Ja, ich bin sehr froh, das wieder mit dir zusammen stemmen zu dürfen. In diesem Jahr natürlich alles ein bisschen anders. Und auch in Sachen Corona verhalten wir uns vorbildlich. Alle Aha-Maßnahmen haben eingehalten. Und außerdem eine Trennscheibe zwischen uns, dass da definitiv nichts passieren kann. Hier kann gar nichts passieren, auch bei diesem Zug. Kann überhaupt nichts passieren und Ihnen zu Hause ganz bestimmt auch nicht. Kommen wir direkt zu den wichtigsten Fragen. Wie viele Zugnummern sind dieses Jahr dabei? Wir haben 7 × 11 Zugnummern, also 77 Nummern im Zug. Richtig. So, und über was für eine Gesamtstrecke zieht sich der Zug denn? Wenn wir den Zug hintereinander aufstellen, alle Zugwagen mit ihren Zugmaschinen, kommen wir ungefähr auf die Länge der Mittellinie im Offenbacher Kickerstadion. Was dann ungefähr 60 Meter so sind. So, der erste Wagen ist da. Ha! Genau, und es geht auch schon los. Wir sind mitten im Zug. Wie könnte es anders sein? Mit dem Schirmherrn der Offenbacher Fasnacht, des Offenbacher Karnevalvereins, des Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke, hier im historischen OKV Cabrio unterwegs. Ich glaube, in diesem Jahr ist er relativ entspannt und glücklich darüber, dass er eventuell, wie soll ich sagen, nicht frieren muss. Nein. Dieses Jahr muss keiner frieren bei dem Zug. Bestes Wetter, Sonnenschein, auch keine Regenschirme wie im letzten Jahr, sondern wir sehen, hier scheint die Sonne über Offenbach, über der Berliner Straße, so wie das sein muss. Und guck mal, Blümchen hat er auch mitgebracht. Ja, aber er könnte ja mal winken, gell? Ja, er hat nur Augen für seine Fans am Straßenrand, nicht für uns. Mensch, sag mal, die ganzen Fans am Straßenrand, ich könnte mir vorstellen, die mussten alle einzeln aufgeklebt werden, was? Die mussten alle einzeln aufgeklebt werden. Es sind mit den Figuren auf dem Wagen über 800 Figuren, die hier heute am Start sind und für sie Karneval feiern. So, wen sehen wir da? Bürgerakte, Urkunde? Bürgerakte, du erinnerst dich, letztes Jahr der Anlass für den großen Jubiläumszug. 6 × 11 Jahre Bürgerakte, das Gründungsdokument des OKV als Dachverband des Offenbacher Karnevalvereins. Und wir haben hier die Bürgerler Akte fast im Original nochmal auf den Motivwagen gebracht. Und mit dabei natürlich auch Bernd Meuer als Frankfurter Kaufmann, der die letzten Jahre mit der Bürgerler Akte durch die Seele gezogen ist, um auf dieses Jubiläum hinzuweisen. Ja, und Schlag auf Schlag geht das weiter. Guck mal, hier ist schon die nächste Zugnummer. Das dürfte der Komiteewagen sein, der hier um die Kurve kommt. Genau, unser großer Komiteewagen des Offenbacher Karnevalvereins. Seit dem 11.11.2015 haben wir diesen Wagen im Einsatz. Wer ist da alles drauf? Da sind alle drauf, die man braucht. Der Senat, der Ehrenrat Lederaniens, natürlich auch ein Prinzenpaar, Standartenträger, alle mit dabei, Adjutanten, wie sich das gehört. Auch dieses Jahr im Zug vertreten. Und hier, guck mal, die winken auch ein bisschen. Ja. Wem gehört eigentlich dieses Fahrzeug im Original, also die Playmobil-Version? Weißt das du wurde das? Extra gebaut für diesen Zug, weil sowas gibt es natürlich nicht. Ich dachte, das gäbe vielleicht so eine Edition Offenbacher Karneval von Playmobil. Vielleicht kommt die jetzt demnächst raus wegen der großen Nachfrage.
dann würden wir uns nicht verwehren und geben die Baupläne gegen eine kleine Lizenzgebühr gerne ab. Nein, der wurde natürlich extra gebaut, wie ganz, ganz viele Wagen, die wir heute hier im Zug sehen, die die Offenbacher Karnevalsvereine alle auch Corona-konform alleine in Heimarbeit zusammengebastelt haben, damit sie hier heute auf die Straße gehen. Warum eigentlich mit Playmobil und nicht mit, weiß nicht, Lego, Knetmasse oder Matt? Hat sich, Matt wäre, glaube ich, im Scheinwerferlicht ein bisschen unangenehm geworden, hat sich dann einfach so ergeben, dass das ein guter Maßstab ist, den man schnell nachempfinden kann und den auch viele noch zu Hause hatten und wo es auch die passenden Triebfahrzeuge gab, weil das muss ja auch alles angetrieben werden, was hier durchs Bild fährt. Wie das genau angetrieben wird, das klären wir nachher sicherlich nochmal im Detail. Wen sehen wir als nächstes? Hier haben wir liebe Freunde zu Gast, die weitgereiste Zugnummer heute, die funkend blau-weiß von 1854 e.V. aus Siegburg. Das ist da bei Kölle, Bonn, so das die Gegend, ist genau, Rheinland auf jeden Fall. ICE-Bahnhof Siegburg-Bonn kennt man. Genau, eine Traditionschor in dem kölschen rheinischen Karneval. Enge verbunden mit dem Offenbacher Karnevalverein seit vielen, vielen Jahren. Wie kommt das? Das ist eine lang gewachsene Freundschaft, wirklich. Es gab ganz viele Besucher immer von Offenbacher Gruppen bei den Sitzungen der Funkenblau-Weiß. Die Funkenblau-Weiß treten ganz oft beim Feuerwerk der guten Laune des Offenbacher Karnevalvereins in der Stadthalle auf. Und auch letztes Jahr waren sie im Zug dabei, damals mit über 150 Gardistinnen und Gardisten als Fußgruppe. Heute haben sie den detailgetreuen Nachwagen ihres Prunkwagens dabei. Und weil alle Funken in Siegburg gebraucht wurden, haben wir aus einem Offenbacher Kinderzimmer die Besatzung kurzerhand ausgeliehen. So, jetzt hören wir das erste Mal richtig Musik. Ja, das darf. Das ist der Spielmanns- und Fanfarenzug der Sportvereinigung 1879 in Heinstadt am Main. Sehr schön. Das war übrigens ist einer der ältesten Fanfarenzüge, die es überhaupt bei uns im Land gibt. Und 1890 gegründet. Ganz oft in Offenbach zu Gast, auch bei unserem Rathaussturm in den normalen Kampagnen immer wieder gerne dabei. Und die, die wir jetzt hier im Bild sind, die sind auch eine Traditionsgesellschaft im Offenbacher Karneval. Die Viking-Elver, die Elver der Sportgemeinschaft Viking 1903 e.V., ein Sportverein, den es seit 1903 gibt, die Elva-Abteilung schon seit 1935 und hier traditionell, wie immer im Umzug, mit ihrem Wikingerschiff. Ob alt oder jung, das ist einerlei. Die Wikinger sind beim Offenbacher Karneval immer dabei. Genau. Ihr Motto. Und auch die nächste Truppe, die wir hier im Bild haben, die sind ich immer... Ich darf mal ganz kurz sagen, das Wikingerschiff hatte ich als Kind übrigens auch. Ist aber nicht deins. Ist nee. Von oder es ist deins, weil sie haben es, glaube ich, extra auf einer Online-Auktionsplattform für diesen Zweck ersteigert. Genau. Guck mal, hier wurde ganz liebevoll gebastelt. Das sind die blau-weiß-roten Mozart-Husaren. Auch ein Traditionsverein im Offenbacher Karneval. Nicht mehr wegzudenken mit ihren vielen, vielen Aktiven. Und üblicherweise am Fastnacht-Samstag einer großen Sitzung im Bürgerhaus in Rumpenheim, wo so richtig Stimmung ist und richtig wild gefeiert wird mit ihrem Sitzungspräsident Rico Longerich. Oh. Man muss allerdings auch dazu sagen, dieser Verein befindet sich gerade im Neuaufbau, um die Tradition Fastnacht aufrechtzuerhalten. Das heißt, fehlt es ab und an mit Nachwuchs oder wo ist das Problem? Na, es ist immer Platz auch für neue Leute in den Karnevalsvereinen und das lebt immer auch vom Wandel, dass neue Leute Lust haben mitzumachen, es neue Ideen gibt und da gibt es auch bei den Mozart immer was zu mitmachen und schöne Sachen zu tun, denn die machen so richtig Stimmung auch im Straßenkarneval immer dabei, wenn man sie braucht, also auf die kann man sich echt verlassen. Der Verein der Offenbacher Marktbeschicker ist dabei. Jawohl, hier mit Motivwagen und da kriege ich gleich ein bisschen Hunger, wenn ich hier
das schöne Marktgemüse. Ja. Aber immerhin, wir haben was zu trinken. Prost. Ja, das muss man sagen. Der Wochenmarkt in Offenbach, echt der Treffpunkt in der Stadt. Absolut. Immer voll, immer viele, viele Leute. Und gut, jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger, aber dann wird da auch immer herrlich geschwätzt und getratscht und die Gastronomie drumherum, wenn sie wieder auf hat. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Freunde von mir fahren jeden Samstag, also zu Nicht-Corona-Zeiten, jeden Samstag von Sachsenhausen nach Offenbach auf den Markt, nur um da Kaffee zu trinken. Da haben Sie recht. Ja. Guck mal, leckere Wasch gibt es auch noch. Ja, gut. Und hinten dran sehen wir auch die Fußgruppe der Marktbeschicker. Und wir kommen nach Bierstein. Und hier Musik sind die Marktbeschicker und Showchor vom DRK. Super, das ist Tradition und Moderne komplett perfekt kombiniert. Ne? Einmal die alten Blechblasinstrumente, andererseits das ganz moderne Percussion, das da auch zu hören war. Sehr schön. Ja, und wir kommen hier schon zu der nächsten Truppe, die Frauenfasnacht aus St. Pankratius in Bürgel. Dieses Jahr mit dem Motto, Pink ist keine Farbe, sondern ein Gefühl. Und das ist wirklich, da muss man jetzt mal genau hinsehen, das ist ein so liebevoll gestalteter Motivwagen, mit dem die Frauenfasnacht hier ihren echten Kostüm von den Sitzungen nachempfunden hat und mit ganz, ganz vielen Details. Wir sehen da kleine Transparente, die hochgehalten werden. Ich habe irgendwo gelesen, dass wir impfen Humor und Eierlikör. Wäre ja auch mal eine Maßnahme. Humor haben wir. Guck mal hier, Pflüger. Ja. Pflüger Jens, unser Zugreporter. Guck mal, und oben im Champagnerkelch Burgilla, die dritte, die närrische Regentin der Frauenfasnacht. Christiane Schwab, so heißt sie bürgerlich. Genau. Mal hier mit Federgewand. Übrigens auch die erste Vorsitzende des Vereins. Ja, und guck mal, hier gehen wir weiter. Die sind das erste Mal im Umzug dabei und da freuen wir uns sehr. Das ist das Offenbacher Kulturmanagement der Stadt Offenbach. Und die weisen hin auf ihre Veranstaltung, den Freitagsfasching. Den gibt es traditionell immer am Fastnachtsfreitag in der Offenbacher Stadthalle. Und da geht so richtig die Party ab mit DJ, mit Live-Musik. Und da wird ordentlich gefeiert und getanzt. Und das Offenbacher Prinzenpaar kommt natürlich auch vorbei. In diesem Jahr wahrscheinlich alles so nicht ganz. In diesem Jahr so nicht ganz, aber wenigstens hier im Zug kriegen wir nochmal einen Eindruck, was da so los ist. Wie waren eigentlich so die Reaktionen, als ihr allen Vereinen, die im Jahr 2020 da mitgemacht haben, das vorgeschlagen habt, als ihr gesagt habt, wir machen einen Playmobil-Umzug. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, wer wen fragt und die ich gefragt habe, ich habe immer eingeleitet mit, haltet uns nicht für ganz bekloppt, aber wir haben da was vor und es kam immer sofort zurück, oh ja, wir sind dabei. Ja, weil wir sind mindestens genauso bekloppt wie ihr. Genau. Und überraschenderweise haben wir sowieso Abendzeit und wollten schon immer mal was basteln im Keller. Ja, du kannst ja momentan auch nicht so wahnsinnig viel anderes machen. Aber das muss man dazu sagen, alles wirklich selbst gebaut. Und das ja während dem Lockdown. Also die Bastelgeschäfte hatten zu, die Spielwarenläden hatten zu und sie haben trotzdem das alle hingekriegt. Ich weiß unter anderem, aus was für einem Material die französische Kirche ist, die da hinten stand. Da kommen wir nachher noch zu. Lass uns erst zum ersten Wagen kommen. Wir haben einen Motivwagen. Wie sich das im Karnevalsumzug gehört, haben wir dieses Jahr auch Motivwagen. Hier der Lockdown, der wie ein Hammer alles in Scherben schlägt. Und wir sehen da auch, was alles zu Bruch geht. Gastronomie, Theater, Zirkus, Seniorentreff. Natürlich der Karneval, der Weihnachtsmarkt, die Offenbacher Woche und. Und das ist hier, finde ich, ganz drastisch und klar dargestellt in diesem wunderschön gestalteten Motivwagen. Und übrigens einer der schwersten Wagen im Zug. Jetzt können wir nochmal gerade drüber sprechen, weil man sieht es auch ganz schön. Wie werden die Wagen transportiert? Das ist ein Kettenzug, der hier im Boden eingelassen ist, in diesem Nachbau der Berliner Straße. Also wie so eine Fahrradkette, angetrieben
von einem Motor, der früher mal einen Schweinegrill angetrieben hat. Und die Kette geht hier auf der Straße einmal rundherum. Ungefähr 7,5 Meter Kettenlänge, die hier den Zug antreibt. Die Ketten wurden, das habe ich mir verraten lassen, aus 3 Fahrrädern entnommen. Ja, da müssen jetzt 3 Menschen zu Fuß gehen. Jo, schadet ja nichts. So, guck mal. Und die wir blauen gehen Mützen. Nee, weiße Mützen, Entschuldigung, weiße Mützen, nicht blaue. Weiße. Wir gehen weiter nach Frankfurt, genau, die weißen Mützen. Der einzige Verein, der Mitglied ist im Großen Rat der Frankfurter Karnevalsvereine und im Offenbacher Karnevalverein. Wie, ihr habt den genommen? Natürlich. Weil ich frage vorsichtig nach, ich habe ja meine Erfahrung gemacht, Offenbach und Frankfurt, nicht immer ganz grün. Das ist aber irgendwie auch ein Gerücht, weil eigentlich feiern wir zusammen und halten zusammen. Und es macht viel mehr Spaß, wenn man miteinander feiert und miteinander lacht, als wenn man übereinander lacht. Also das heißt, die Frankfurter hier auf dem Zug, die da mitfahren, die werden nicht ausgepfiffen. Na, du siehst ja da hinten, wie die Menge jubelt, ja, wenn hier die Damen der weißen Mützen in ihrer Kappe vorbeiziehen. So soll es sein. Ja, ich Obi, ist das schön, singen sie, ich höre es. Nein, aber es zeigt ja auch, dass, ja, was im Kleinen da gerade passiert, das ist groß gedacht, Karneval verbindet. Ja, und ist hier original nachgebildet. Der Komiteewagen der Weißen Mütze, ich erinnere mich, letztes Jahr hast du die Feldküche gesucht, die dir eine schöne, leckere Erbsensuppe auf serviert. Die hatte ich mich so gefreut. Und guck mal, dieses Jahr ist sie auch wieder nicht da. So bleiben sie sich wenigstens treu. Und ich habe auch in diesem Jahr Hunger. Guck mal, da werden die Blümscher geschmissen. Jawohl. Rechts sehen wir übrigens das nachgebaute Rathaus von Offenbach. Kommen wir nachher zu. Erstmal Musik. Hochstädter Lärmbelustigung aus Maintal-Hochstadt, extra angereist. No Lärmer, no Party, deren Motto. Genau. Und damit haben sie recht. Und unsere Aufmerksamkeit bekommen sie auch. Und wir gehen weiter nach Biber, die Interessengemeinschaft Biberer Fasnacht, die ICBIF mit einer Fußgruppe, detailreich nachgebildet der Fußgruppe vom letzten Jahr vom Umzug, inklusive Kinderwagen und Kinder, alle wieder mit dabei. Und guck mal hier, wie schön. Grün-Gelb, Biber. So wie wir es kennen und lieben. Wie ist das eigentlich hier? Wir sehen hier im Hintergrund auch wieder das Rathaus von Offenbach. Aus was für Material habt ihr das gemacht? Das Rathaus ist ein Holznachbau des Rathauses im Modellmaßstab. Und dann schön von unserem Thomas mit Farben bemalt, sodass es wirklich originalgetreu wieder aussieht. Und die Kirche, die wir da hinten links jetzt sehen, das sind alte Wahlplakate, gell? Genau. Schön beklebt mit einem Fotodruck, die französisch reformierte Kirche. Ja, ein bisschen das Wahrzeichen der Offenbacher Innenstadt darf natürlich hier auch nicht fehlen. Und ich weiß, es waren Wahlplakate von Angela Merkel. Jetzt ist sie eine Kirche, so kann es gehen. So, die Interessengemeinschaft Biberer Fastnacht hatten wir gerade. Jawohl. Weiter geht's mit Maske auf, es ist Karneval, ein Motivwagen. Das ist so ein bisschen das Motto der Kampagne dieses Jahr. Narren maskieren sich ja gerne, dieses Jahr maskieren wir uns ja alle auch im Alltag. Maske auf, es ist Karneval. Und wir feiern trotzdem halt mit Abstand von zu Hause aus auf Nummer sicher. Aber der Spaß verbindet auch über den Bildschirm hinweg. War man eigentlich irgendwann so in der Diskussion, ganz auf Fastnacht zu verzichten in diesem Jahr? Ja, man kann nicht ganz auf Fastnacht verzichten. Fastnacht steht im Kalender wie Ostern und Weihnachten. Das ist. Und man kann es dann nicht feiern oder feiern. Aber wir feiern es halt auf unsere ganz besondere Art und Weise in diesem Jahr. Das sind die Pummis, eine Tanzgruppe. Genau, seit 1986 gibt es den Verein im Offenbacher Karnevalverein organisiert und unter dem Motto Gemeinsam sind wir stark natürlich auch in diesem Jahr dabei mit einem übergroßen Elefanten. Das ist nämlich ihr Wappentier. Ja,
Und sie wurden, das dürfen wir noch nachreichen, im Jahr 2019 33 Jahre alt. Genau, das sind ja die ganz besonderen Jubiläen für uns Narren, immer die Elfer. Ne? 11, 22, 33, 33 das so weiter. Wird gefeiert. Oh. Ihr macht ja gar nicht, also auch zu Nicht-Corona-Zeiten, jedes Jahr einen Fastnachtsumzug. Warum eigentlich nicht? Nein, offenbar gibt es einen Umzug am Fastnachtssamstag in Biber, einen am Fastnachtsdienstag in Bürgel, Burgilla. Aber in der Offenbacher Innenstadt, im OKV, gibt es immer Umzüge zu ganz besonderen Anlässen, wie eben letztes Jahr das Jubiläum der Bürgeler Akte. Und dieses Jahr haben wir gedacht, das ist auch ein ganz besonderer Anlass, wo wir auch einen ganz besonderen Umzug brauchen. Hm. Weil gerade in diesem Jahr müssen wir ein bisschen Spaß verbreiten und Frohsinn in die Wohnzimmer bringen. Er war noch nie wichtiger als im Moment. Denn mit Corona ist alles doof. Wahre Worte. So, wen sehen wir da? Das ist eine Fußgruppe. Das ist ja das Schöne am Karnevalsumzug in echt. Da gibt es immer freie Gruppen, die mitmachen. Und so war das auch hier. Alles, was noch in den Kinderzimmern übrig war, hat unsere Martina Romais liebevoll zu Fußgruppen zusammengestellt. Und hier sehen wir die Mittelalterfreunde mit dem Transparent. Die Mittelalterfreunde grüßen Lederanien. Und die haben sogar einen Drachen dabei. Und der spuckt auch echtes Feuer. Lederanien. Sollten wir für alle Nicht-Offenbacher auch noch mal erklären. Lederanien deswegen, weil... Offenbach, die Lederstadt, traditionell im Lederwarenhandwerk, Herstellung von Lederwaren, die Lederwarenmesse, die immer noch in Offenbach stattfindet. Deshalb auch dann in der fünften Jahreszeit nicht mehr Offenbach, sondern Lederanien. Na guck mal, der Nächste, der da kommt, den kennst du. Ja, das ist ein Kollege von mir. Das ist ein Kollege, Onkel Otto, gern gesehen. Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ihn gibt es nämlich schon seit 1958. Der Fernsehhund, das Maskottchen des Hessischen Rundfunks, wurde damals so als Werbetrainer sozusagen zwischen den einzelnen Werbespots konzipiert. Und von Hans Fischer-Kösen erstmals gezeichnet. Und letztes Jahr war er ganz in groß an der Ecke, stand der Herrenstraße, Berliner Straße, hat alle Zugnummern begrüßt und aus Dankeschön an den Hessischen Rundfunk, weil das letztes Jahr so viel Spaß gemacht hat mit euch. Das hat uns auch dieses Jahr Spaß gemacht. Hat uns auch riesen Spaß gemacht. Guck mal, hier kommen wir zum nächsten Verein, die Stadtgarde Offenbach. Karneval in Biberio. Genau. Und hier sehen wir die... Kappenträger, Funktionäre der Stadtgarde auf ihrem Komiteewagen dabei. Üblicherweise kennt man die als große Fußgruppe, aber natürlich zum ganz besonderen Umzug gleich mit drei Motivwagen am Start. Ja. Musik und Tanzsport. Drei Motivwagen heißt drei weinende Kinder. Wo ist mein Playmobil? Gestern war es noch da! In dem Fall nur eins, und da dürfen wir mal ganz lieb Danke sagen an die Lena. Die hat nämlich nicht nur die Besatzung für die drei Wagen zur Verfügung gestellt, sondern mindestens die Hälfte der Zuschauer, die wir hier am Straßenrand stehen sehen, auch. Aber sie bekommt sie alle zurück, versprochen. Hoffentlich sieht Playmobil, ich glaube, in Fürth sitzen sie, sehen die diesen Zug nicht, weil die sind da nicht so erpicht drauf, dass man mit ihrem Material irgendwie anders spielt, als es gedacht war. Die sind da relativ pinzig, aber sollen sie doch sein. Ach, ich glaube, wenn die das hier sehen, lassen die sich anstecken von der guten Laune. Und wir hören ja jetzt auch Musik, die dürfen nicht fehlen. Die Icebreakers der Stadtgarde Offenbach. Karneval, Leute.
Es ist so laut, ich verstehe gerade nichts. Die Eisbrecher sind immer laut und machen wir saßen ja im letzten Jahr in dieser schallgeschützten Kommentatorenkabine, da war das nicht ganz so laut. Aber ich kann mich erinnern, 2017 waren die auch beim Hessentagsfestumzug in Rüsselsheim dabei und da sind mir die Trommelfälle geplatzt. Aber habe ich mir gerne platzen lassen, das war schön. Ja, und wenn du so richtig tanzen willst, dann kommst du mal zum Karneval in Biberio, die große Kostüm- und Partysitzung der Offenbacher Stadtgarde in der Turnhalle Biber, deshalb dieser schöne Name Biberio. Und da geht es auch richtig ab. Das ist eine richtig gute Stimmung mit ganz, ganz tollen Tanzdarbietungen. Die Stadtgarde ganz groß im Tanzsport mit vielen Nachwuchsgruppen, viele Jugendliche, die dort den Tanzsport erlernen und ganz, ganz tolle Showtänze, Galetänze auf die Bühne bringen. Ja, und auch hier gute Stimmung am Straßenrand verbreiten. Und ein Hund durfte auch mitfahren. Guck an. Ja, warum auch nicht? Er hat Hundesteuer gezahlt. Dann darf man das. Genau, so schön ist das. So schön. Begeisterte Ordensträger am Straßenrand. Biberio sollte man auf keinen Fall verpassen. Wirklich großer Spaß. Ja, es ist genauso gut gelaunt wie das Original in Brasilien. So, hier, das ist eine ganz klassische Kutsche und das spricht auch für einen ganz klassischen Karneval- bzw. Fastnachtsverein. Genau, der Karnevalclub Postkutsche. Und vorher sehen wir hier auch noch ein paar bunte Clowns, die hier für Stimmung sorgen, sind auch mit im Zug. Genau, und hinten dran sehen wir die Postkutsche. Haben wir letztes Jahr auch im Nachbau im echten Zug gesehen. Der Karnevalverein Postkutsche, auch seit vielen, vielen Jahren im Offenbacher Karnevalverein organisiert. Das sind auch Offenbacher, ja? Das sind Offenbacher, früher mit großen Sitzungen viel Spaß und Freude bereitet und dürfen auch im Straßenkarneval auf keinen Fall fehlen. Wer sind denn die Clowns hier, bevor wir die jetzt untergehen lassen? Wo kommen die denn her? Das ist wieder so eine lustige Fußgruppe, die sich hier in den Zug eingeschlängelt hat und gesagt hat, wir müssen hier auch mal mitfeiern. Richtig. Und da sind sie. Und die haben den ganzen Bollerwagen voll Konfetti geladen. Die haben mehr Konfetti als wir hier. Aber wir haben auch Konfetti. Zack. Hier geht's ab. Viel Spaß beim Saubermachen, Kollegen hier. Genau. Und hier die Postkutsche. Ja, wenn ich den nächsten Wagen sehe, werde ich ein bisschen durstig. Denn das sind die feinen Weine, die wir hier mit ihrem Motivwagen sehen. Hätten ja ruhig mal ein paar Flaschen vorbeibringen können, gell? Ja, da hättest du zu unserem Offenbacher Fasnachtsgebabbel gehen müssen. Das gab's am wunderschönen alten Pferdehänger der feinen Weine. Und da wurden wir auch hervorragend verköstigt. Du hast mitgebabbelt, weiß ich. Ich habe ordentlich mitgebabbelt und auch die feinen Weine getestet. Und das kann man auch sagen, feine Weine, auch letztes Jahr für den Catering am Zug zuständig und die haben allen Mitlaufenden letztes Jahr Lunchpakete verteilt, dass keiner verhungern musste während dem Zug. Also das ist schon auch eine großartige Sache gewesen. Und wir hören sie schon, die Fire Drums aus Mülheim kündigen sich da an. Wir hören direkt mal rein und achten Sie auf die Ohren, es wird wieder ein bisschen lauter. Tolle Sache, dass so viele Musikzüge auch mitgemacht haben bei diesem ganz besonderen Umzug und extra Tondateien hier eingereicht haben, damit wir sie hier ein bisschen hören können und mit ihnen feiern können, weil die dürfen ja alle auch nicht proben, nicht spielen, aber das haben sie alle möglich gemacht. Das ist wirklich eine tolle Sache, deshalb da auch herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und hier stellvertretend an die Fire Drums aus Mülheim. Der Theaterclub Elmar gibt sich die Ehre. Märchenwelt, öffne dich, das Motto.
Man sieht da schon so ein Hexenhäuschen drauf. Das ist ein Theaterclub. Wo hat er seine Aufführung, seine Vorstellung? Genau, das ist der Offenbacher Theaterclub Elmar. Und der spielt traditionell Weihnachtsmärchen. Am ersten Advent im Kapitoltheater in Offenbach. Und über das ganze Jahr verteilt Komödien, Kindertheater und vieles, vieles mehr. Und wie viele Kulturtreibende auch, im Moment natürlich keine Vorstellung möglich, keine Proben möglich. Und letztes Jahr sollte eigentlich das Märchen von Hänsel und Gretel am ersten Advent zur Aufführung kommen. Deswegen auch das Hexenhaus. Genau, und uns haben sie hier nochmal nachgebaut, detailreich. Wir sehen da auch die Hexe um die Ecke gucken. Hänsel und Gretel sind natürlich auch mit dabei und fahren hier im Zug mit. Die sind auch immer dabei, wenn in Offenbach Karneval gefeiert wird. So, jetzt wieder was ganz klassisch Karnevalistisches. Genau. Die Ranzengarde-Bürgel. Genau, Bürgel. In der Fasnacht sagen wir auch Burgilla. Und traditionell bei der Ranzengarde natürlich die Gardistinnen und Gardisten hier mit der Standarte vorneweg als Fußgruppe. Und ordentlich in Reihe und Glied marschieren sie hier. So haben wir das gern. 1904 wurde dieser Geselligkeitsverein gegen den Willen der Geistlichkeit und Obrigkeit nach dem Vorbild der Mainzer Ranzengarde gegründet. Also Fasnacht war schon immer auch so ein bisschen gegen die Obrigkeit, merkt man an dieser Stelle wieder. Das ist ja der Klassiker, genau, die Obrigkeit kritisieren, veräppeln mit den ganzen Orden, mit den Adelstiteln. Und das wird natürlich hier auf die Spitze getrieben. Und wir sehen hier, wenn wir bei Adelstiteln sind, natürlich die Regenten Burgillas, das Kinderprinzenpaar. Die Raga stellt jedes Jahr das Kinderprinzenpaar mit Prinz, Prinzessin, Hofdame und Mohrchen. Und die fahren hier in einer Kutsche natürlich auch im Umzug mit. Gut Stuss Ahoi. Das ist der Schlachtruf in Burgilla. Warum genau. Nicht Halau? Ist alles ein bisschen anders dort am Main, an der Mainschleife. Hier ist überall immer alles Gut anders. Stuss warum sagt man denn, sonst in Offenbach Halau und nicht Hillau? Wo hat da das A her? Ist zu Ende nicht überliefert, was wirklich die Begründung ist. Ich sage immer, wir sagen ja auch Arme und nicht Eimer. Dann können wir auch Halau und nicht Hehlau sagen. Genau, und hier sehen wir auch die Raga-Frauen. Die sind wirklich bekannt für ihre tollen Kostüme. Und die haben sich auch heute in Schale geschmissen für unseren ganz besonderen Umzug. Wir kommen zu den Offenbacher 03ern, die Elva der 03er. Und die haben einen Motivwagen gebaut. Grab von Covid dem 19. Den sie da wohl beerdigt haben dieses Jahr. Aber daran sieht man, Fastnacht ist lebendig, Fastnacht lebt und Fastnacht orientiert sich nach dem, was gerade aktuell ist. Und dieser Motivwagen offensichtlich von Corona inspiriert. Genau. Und wer genau hinguckt, sieht hier auch den kleinen Coronavirus. Ich glaube, jemand hat damit mal Golf gespielt. Und jetzt hat er ein paar Nelken reingesteckt. Ja. Was ist das hier? Ja, so, die 03. Wir hören Musik. Und wir hören den TSV Holzenstamm, den sie uns mitgebracht haben. Oder? Nein, ich korrigiere. Die Show und Marching Bands Happy Song. Aufstellung ist immer ein bisschen anders als auf dem Zettel, weil wir haben natürlich gesehen, es war der Spielmanns- und Fanfarenzug aus Rückers, der gespielt hat für uns. Es war wieder schön zu hören und da merkt man erst, was einem momentan fehlt. Viel Live-Musik, so viel Probestunden natürlich auch und das gilt es noch nachzureichen, wer da mal mitmachen möchte in Rückers. Es gibt Übungsstunden, normalerweise immer montags um 19 Uhr und man sucht auch immer Nachwuchs. Nach Corona wird das dann sicherlich auch wieder möglich genau. sein. Und jetzt sind wir in Tempelsee. Beide Gemar, die Elva der Gemar mit ihrer Fußgruppe, der Turnabteilung in den blauen Kitteln. Das Elva-Schiff darf nicht fehlen und auch das Tempelsche aus der Gemar haben sie nachgebildet. Und so waren sie auch letztes Jahr im echten Zug dabei mit ihrer Fußgruppe, dem Narrenschiff und dem Tempel. Und sie haben alles hier nochmal maßstabsgerecht wieder
auf die Straße gebracht für uns. Die Elbe-Abteilung repräsentiert natürlich neben den sporttreibenden Abteilungen den kulturellen Bereich des Vereins. Nämlich Fasnacht. So soll es sein, so haben wir es am liebsten. Mal wird kräftig gejubelt auf dem Elferschiff. Und das ist ja auch schön zu sehen dieses Jahr, wie jeder Verein es irgendwie geschafft hat, seine Narrenkappen im Miniaturmaßstab möglichst farbgetreu, detailreich wieder nachzubilden. Auch bei der Gemar wurde da fleißig geschnipselt und gebastelt. Aber jetzt sind wir aber bei Happy Sounds. Da sind sie extra aus Michelstadt angereist heute für uns. Aus dem Kronwald. Herzlich willkommen. Anita! Genau, letztes Jahr haben wir ständig gesungen. Wir dürfen nicht singen. Hab ich gar nicht gemerkt. Wir dürfen das an dieser Stelle nochmal gerne wiederholen. Wir sind hier Corona-konform. Wir sind durch eine Glasscheibe voneinander getrennt. Wir haben auf alles geachtet hier. Wir haben sogar Fieber gemessen heute schon. Also je länger ich dazu gucke, ich sagte, wie es ist. Man weiß erst etwas richtig zu schätzen, wenn man es nicht hat. So wie Fasnacht in diesem Jahr. Und die hier, die wissen auch, dass ihnen die Fasnacht fehlt. Die TG aus Oberroden. Wir sind im Kreis Offenbach. Genau, auch ein Verein, den eine lange Freundschaft mit dem Offenbacher Karnevalsverein verbindet. Und die letztes Jahr nicht im Zug dabei sein konnten, weil sie ihre eigenen Sitzungen, Kindersitzungen hatten. Aber dieses Jahr es sich nicht nehmen lassen mit einem originalgetreuen Nachbau ihres Komitee und Prunkwagens hier auch mitzufahren. Und den Wagen, ich weiß nicht, ob wir gleich von oben auch mal reingucken können, der ist wirklich detailreich nachgebildet. Da ist alles dabei, inklusive die Getränke, Vorräte und die Mundschenke, die da unten in der Mitte ordentlich nachschenken, damit die Elfer nicht verdursten auf dem Wagen. Bist du auch schon mal so einen Wagen mitgefahren, kompletten Zug über? Ja, wir fahren ja immer mit dem Komiteewagen, den wir ganz am Anfang hatten, auf den Umzügen mit in Frankfurt, in Bürgel. Guck mal, da sehen wir. Wie macht man das denn, wenn man dann zwischendurch mal muss? Musst du ja anhalten? Man muss nicht, man darf nicht müssen. Man darf nicht müssen. Das ist schlecht. Also so ganz besonders Findige haben ja auch manchmal so ein Dixi-Klo da versteckt. Das ist aber nicht schön auf Dauer auf dem Wagen. Nein. Und guck mal, wenn man so schön angezogen ist wie hier Prinz André der Erste und Prinzessin Annika die Erste, dann ist das auch schlecht mit so einem Dixi. Aber man feiert und tanzt einfach alles raus. So. Wir nähern uns gleich dem nächsten Wagen. Genau. Vorher müssen wir einfach noch mal klären, wir sind hier im Jahr 2021 und das ist kein echter Fastnachtsumzug, den Nein. Sie da sehen, meine Damen und Herren. Nein, auch wenn es wirklich fast so aussieht. Aber das sind alles Playmobil-Figuren. Und die müssen auch keinen Abstand halten. Die nicht. Die genau. Nicht. Wir schon und den halten wir. Allein schon durch diese Glasscheibe. Die Playmobil-Figuren wurden aus Offenbacher Kinderzimmern entwendet. Kommen aber alle nach Aschermittwoch zurück. Versprochen. Guck mal, und das hier kam nicht an. Zustellung nicht möglich. Das Konjunkturpaket an den Handel in der Innenstadt. Der ja schwer zu leiden hat, muss man wirklich sagen. Und die Stadt offenbar hat ein tolles Konjunkturpaket geschnürt, um den Handel zu unterstützen. Aber dann kam der nächste Lockdown in die Quere. Mhm. Aber ich hoffe, da wird weiter geholfen, denn was ist so eine Innenstadt ohne ihre Geschäfte, Fachgeschäfte, die brauchst. Ja, und die hier brauchst du auch. Das ist die Stadthalle Offenbach. Das ist sozusagen ja, unsere Heimatbühne des Offenbacher Karnevalvereins. Hier feiern wir unser Feuerwerk der guten Laune, unsere große Sitzung, wo wir das Prinzenpaar auf den Thron heben mit vielen tollen Künstlern und Gaststars. Und die haben hier extra für den Zug ihre Bühne mitgebracht und auf den Wagen gespannt, sodass die Bühne hier mal durch die Offenbacher Innenstadt fahren darf. Und das ist eine besondere, denn auf der Originalbühne, da sind legendäre Künstler aufgetreten. Kiss, Deep Purple, Jackson 5, Paul McCartney, AC/DC, Meatloaf, Billy Joel, Lou Reed, James Last, Ozzy Osbourne, Nena Bab, Depeche Mode, U2, Rodcom, Monotones, Bob Dylan und viele, viele, viele andere. Ja. Ich habe Sascha da mal gesehen, glaubst du? Auch der. Auch und der. Natürlich der Offenbacher Karnevalverein. Jedes Jahr die Eröffnung unserer Kampagne, das Feuerwerk der guten Laune
wirklich eine tolle Sache und macht riesen Spaß, diese Veranstaltung. Uns allen, die wir da beteiligt sind. Und die haben hier sogar unser Bühnenbild ein bisschen nachgebaut mit unserem wunderschönen Flitter, der unseren Elfertisch normalerweise ziert. Und hier wird ordentlich auch gefeiert. Und im Moment kann man in die Stadthalle Offenbach gehen, wenn man sich impfen lässt. Denn ach, das ist das Offenbacher Impfzentrum. Ja. Ja, wer soll das bezahlen? Frage ich mich manchmal auch. Musik, der TSV Heusenstamm. Mit über 2700 Mitgliedern einer der größten Vereine, den es überhaupt im Landkreis Offenbach gibt. Einzelne Konfettipapier aufgeklebt. So wie das sein muss. Was für Arbeit da drin steckt. Man kann die Stunden gar nicht zählen, die hinter dieser Produktion. Also manchmal habe ich das Gefühl, da steckt mehr Arbeit jetzt drin als in jedem anderen richtigen, realen Fastnacht zum Zug, oder? Ich glaube schon. Und wirklich in kürzester Zeit, von der ersten Idee bis zur Umsetzung hier, sind drei Wochen vergangen. Und vor allem, es ist nicht mal eben schnell hingerotzt. Man sieht, es ist mit Detail Liebe gemacht worden. Verliebt. Und hier, jetzt sehen wir die Kolping Elver Offenbach mit dem ersten ihrer Motivwagen. Wirklich detailverliebt. Wer die Offenbacher Kolping Elver kennt, der erkennt hier die Kostüme wieder. Das sind die Frauen der Elver mit ihren bunten Kitteln, mit denen sie letztes Jahr im Umzug mitgelaufen sind. Das sind die Clowns von den Kinderkostümfesten. Und obendrauf die drei Herren, die kennt in Offenbach jeder. Das sind die Randstar-Jodler und die sorgen für richtig gute Stimmung bei den Veranstaltungen der Kolpinger, aber auch beim Rosenmontag in der Stadthalle. Und die sind wirklich die Schunkel-Spezialisten der Stadt, darf man mal sagen. Sind deren Originalfrisuren eigentlich ähnlich wie die der Playmobil-Männchen da gerade? Ich glaube, seit die Friseure geschlossen haben, ja, sehen die ungefähr so aus. Guck mal, die haben sich hier extra einen Motivwagen gebastelt und bedruckt. Und da sehen wir auch den Orden aufgedruckt, denn die Kolpinger haben dieses Jahr auch eine schöne Sache gemacht, haben Halau-Päckchen verkauft zu einem guten Preis an ihre Fans und Freunde. Und da waren DVDs drin mit einem Mitschnitt der letzten Sitzung aus dem Kolpinghaus. Da war alles, was man für so eine Karnevalsfeier braucht. Ein Sekt, Konfetti, Dekoration und eben auch der diesjährige Orden. Ja, und jetzt sehen wir was ganz Besonderes hier gleich, den zweiten Wagen der Kolping Elver. Das ist nämlich das Kolping Dreigestirn. 2001 haben die Kolpinger ihr eigenes Publikum und die ganze Stadt überrascht und ein Dreigestirn zu den Sitzungen gebracht. Und die haben sie hier, weil es das 20. Jubiläum ist, nochmal auf den Motivwagen gepackt. Wir sehen da Prinz Thorsten, Jungfrau Carla, Bauer Stefan und ihren Standartenträger Max. Ja, der Kolping-Verein ist nicht unwichtig für die Offenbacher Fasnacht. Hat auch schon häufig das Regentenpaar gestellt. Genau, auch lederanische Prinzen und Prinzessinnen aus dem Hause der Kolping und hier eben das Kolping-Dreigestirn. Und das war damals wirklich eine Überraschung. Sie haben das auch ihren eigenen Leuten nicht so verraten und sind dann als Dreigestirn aufgetreten und haben die Kostüme da wirklich in Heimarbeit genäht. Was der Bauer auf dem Kopf hatte damals, war ein umgedrehter Wascheimer, wo sie den Pelz drüber gespannt haben und haben dann wirklich eine tolle Nummer auf die Bühne gebracht und auf ihrer Plagge, auf der Fahne, haben sie das Motto: Als Dreigestirn vom Kolpinghaus sind wir drei Freunde lustig und sind wie Zewa, Wisch und Weg, genauso dick und durstig. Ja, reimen können sie. Und jetzt gehen wir wieder in den Kreis Offenbach. Wir gehen nach Obertshausen. Die elf Babscher sind da. Was heißt Babscher? Babscher kommt von der Lederwarenindustrie, der Portefeller, der mit dem Bapp, dem Kleber, das Leder zusammengeklebt hat. Das sind die Babscher. Ah, die Kleber also. Genau, und während sie hier ordentlich Musik machen, das sind die Node-Babscher. We'll be right back.
Fischer, das sind ja tatsächlich der einzige Fastnachtsverein in Obertshausen und die haben eine ganz besondere Beziehung zu Offenbach, gell? Genau, große Freundschaft mit der Stadtgarde Offenbach und damit wir hier nicht verhungern und verdursten, haben sie uns ihre Rettungskapseln geschickt. Care-Pakete. Genau, da ist alles drin, was wir brauchen, damit wir hier überleben, nicht nur am Zug, sondern auch alle die Fastnacht daheim feiern. Säckchen, ja. Schnäpschen. Und was zu essen gibt's auch. Wasser, Gummibärchen. Ich habe was Süßes gegessen. Wo sind denn die Chips geblieben schon wieder? Hast die du hat die? Niemand gegessen, aber die Tröte habe ich. Ich habe keine Tröte. Es schlägt zurück, die Narretei im Weltraum sind die Narren frei. Das ist das Motto der Babscha und das Motto ihrer Regentin, der Babscha-Komtesse Katja der Ersten und des Lederbarons Simon des Ersten, die dieses Jahr extra auf den Thron gehoben wurden, auch in dieser ganz anderen Kampagne mit ganz, ganz vielen Online-Formaten unterwegs und begeistern ihr Publikum auch digital und hier fahren sie auch mit. Also es gibt da kein klassisches Prinzenpaar, sondern eben den Lederbaron und die Comtesse. Das klingt auch ein bisschen feiner. Ah, und hier haben sie den großen Flugwagen dabei und feiern ganz oben auf. Und das haben wir Ihnen dieses Jahr ein bisschen einfacher gemacht. Wir haben extra die Ampeln weggelassen, die normalerweise über der Berliner Straße hängen und wo man sich jetzt oben auf dem Wagen sonst immer ducken muss. Das muss ja auch Vorteile haben, so ein Playmobil-Umzug. Genau, und hinten dran sehen wir den nächsten Offenbacher Verein, die Bürgergarde Offenbach von 1985 e.V. Und das ist ganz schön, finde ich auch, was hier beschrieben wird. Der Verein stellt besonders den Zusammenhalt der Mitglieder in den Vordergrund. Für diese ist die Bürgergarde mehr eben als ein Verein. Es ist eine Familie. Wir für euch, ja, haben wir gerade gesehen auch. Auch auf dem Wagen vom Kleinkind bis zur Oma im Schaukelstuhl sind sie alle dabei. Und so ist das auch im wahren Leben. Die ganze Familie hält zusammen und feiert zusammen die fünfte Jahreszeit. Und wer jetzt ganz genau hinsieht, sieht auch den Offenbacher Mainfischer. Heute steht er nicht als Denkmal an der Karl-Ulrich-Brücke, sondern irgendwie angelt der da vom Rathaus runter. Hat er schon was gefangen? Ich glaube, der hängt Fisch dran. Guck mal, da links sieht man sogar hier das Zelt. Da saß doch im Original im vergangenen Jahr das Offenbacher Prinzenpaar, gell? Die Prinzenloge und die Ehrentribüne, alles auch dieses Jahr mit dabei und am Start bei unserem Zug. Und hier gibt es Disco am Schneckenberg. Das sind die wo nix können. Dieses Jahr mit einem eigenen Motivwagen. Die wo nix können. Ja, hier sehen wir auch nochmal den Orden der Bürgergarde. 33 Jahre wurde gefeiert. Alle für Karneval. Ihr für uns, wir für euch. Guck, da oben hängt ein Fisch. Ich sehe ihn genau. Ja, ich sehe ihn jetzt auch. Er zappelt aber nicht mehr. Der hängt da ein bisschen tot. Genau, hier gibt es die Disco. Die wo nix können, ein Zusammenschluss der Pummis und der Bürgergarde Offenbach, die als Playback-Formation bei vielen Saalveranstaltungen auftreten. Und heute wohl das erste Mal mit Motivwagen im Umzug. Genau, und bei den Veranstaltungen, da wird dann wirklich performt, eben mit Playbacks von ganz bekannten Liedern und von ganz bekannten Stars. Ich gebe zu, ich habe es noch nie live gesehen, aber ich habe häufig von gehört und es muss ein absolutes Erlebnis sein. Und Playback singen ist ja auch dieses Jahr erlaubt. Ist es das? Bestimmt. Und guck mal, die machen richtig Musik, ganz live und ganz echt. Der Spielmannszug der königlich-bayerischen Landwehr aus Esselbach. Das ist im Spessart. Sind historische Uniformen übrigens, die anhaben. Historisch bedingt. Schon gespielt auf dem Oktoberfest, auf dem Cannstatter Wasen. Ich glaube, das erste Mal bei einem Umzug aus Playmobil. Ja, es ist eine ganz, ganz klassische Spielmannsformation, die wir da gerade gesehen und gehört haben, die wirklich extra für Fastnacht dann so Fastnachtsklassiker einstudiert.
Ja, und da sehen wir hier den Trecker um die Ecke kurven mit dem nächsten Motivwagen. Lametta Günther. Genau. Unser Komiteemitglied Günther Schmidt, ich nenne ihn liebevoll Lametta Günther, hat einen Wagen gebastelt für diesen Zug. Hat es sich nicht nehmen lassen, auch in diesem Jahr mit dabei zu sein. Und sonst ist er verantwortlich für unsere Bühnendekoration und sorgt dafür, dass zum Beispiel bei unserem Feuerwerk der guten Laune jede Girlande wunderschön akkurat aufgehängt ist. Und er macht das mit einer Detailversessenheit und einer Professionalität. Das hast du nicht gesehen. Guck mal, bei der nächsten Zugnummer können wir ein bisschen hüpfen. Hüpfburg-Alarm. Ja, das ist der Motivwagen von Andreas Hümer, Prinz in Offenbach im Jahr 2019, der übrigens an dieser Playmobil-Geschichte auch nicht ganz unbeteiligt war und dem an dieser Stelle ganz besonderes Dankeschön gilt. Aber hallo. Und hier hat er seine Hüpfburg mitgebracht. Guck mal hier. Er verleiht die, also beruflich sozusagen. Genau, die kann man bei ihm leihen. Für sogar in Corona-Zeiten, ja, habe ich gelesen, für den Privatgebrauch dann natürlich. Also wenn die Tochter im Garten jetzt feiern will, weil sie Geburtstag hat. Genau, die eigene man, Familie darf auch zusammen hüpfen. Die darf da zusammen hüpfen. Ja, also das ist noch möglich, auch genau, zu auch dann, wenn es wieder Kindergeburtstage und Feste gibt, dann ist so eine Hüpfburg ja eigentlich nicht verkehrt. Ja, warst du schon mal drauf auf einer Hüpfburg? Natürlich, aber er lässt mich nie in Uniform auf die Hüpfburg, weil mit Lackschuhen darf man nicht auf die Hüpfburg. Okay. Ich will es jedes Jahr. Ich bin da auch regelmäßig drauf auf so Hüpfburgen, aber mir wird dann immer sehr blümerant. Ich kann das nicht so ab. Und ich stelle mir vor, wenn sie wie jetzt auch noch auf einem fahrenden Wagen steht, dann ist das echt eine Herausforderung. Ja. Absolut. Dass der Kleine da oben sitzen darf, wundert mich. Ne? Also nicht, dass der jetzt irgendwie... Wo ist der Sicherheitsbeauftragte, wenn man ihn braucht? Fragen ja die ganze Zeit schon. Normalerweise im Kanal gibt es ja Wagenbegleitung links und rechts und alles ist abgesichert. Hier nicht nötig, weil alle Zuschauer und Mitwirkenden sind festgeklebt. Es kann nichts passieren. Keiner läuft auf die Straße, keiner fällt runter. Das ist der Vorteil. Und so ein bisschen hüpfen sie auch wirklich, wenn der Wagen fährt. Es rappelt so ein bisschen, ne? Und das können wir an dieser Stelle ruhig nochmal erwähnen, meine Damen und Herren. Dieser Fastnachtsumzug, das sind keine echten Menschen, das sind alles Playmobil-Figuren, die da sehen und ein unter der Platte aufgebautes Transportsystem zieht einen Wagen nach dem anderen über diese Berliner Straße. Wie von Geisterhand. Und in wunderbarem Tempo, maßstabsgetreu, wie sich das gehört. Ja, von einem alten Schweinegrill, Spießbratengrill. Und das Lied, was jetzt kommt, das liebe ich besonders dieses Jahr. Die zwei kenne ich auch. Das Offenbarer Fastnachtsgebabbel. Das war 4 Wochen lang unser Online-Format in dieser Kampagne. Ach, guck mal, ohne Cappy hätte ich die gar nicht erkannt. Ganz in Zivil. Hast du Zivilklamotten? Ganz wenige. Ich. Ich sitze auch mit Nackenkappe und Frack im Homeoffice, selbstverständlich. Natürlich. Und guck mal, hier ist der Nächste. Der hat auch keine Zivilklamotten, weil der ist immer im Einsatz an seinen Tasten. Big T Music, unser Thorsten Schmitz, der Komponist dieses wunderbaren Liedes und so vieler Melodien des Offenbacher Karnevals, auch der Titelmelodie dieses Zuges dieses Jahr. Und er hat seinen eigenen Motivwagen mit seinen Fans, die tanzen. Lass uns nochmal reinhören. So ein schönes Lied. Jeder Mensch eingeladen, wie ein jeder mag, so echte Fastnachts-Urgesteine, seit Jahr und Tag. So bringe mir die Fastnacht direkt mit viel Geflimmel. Und ihr dürft das gucken in eurem Fernsehzimmer. So, der TSC Fantasy 2002 aus Offenbach, eine Tanzsportgruppe. Und ich gebe zu, da gucke ich während der Fastnachtsumzüge immer am liebsten hin. Ja, und dieses Jahr wird nicht getanzt, sondern sie haben den Motivwagen mitgebracht. Hier der erste sehen wir mit ihrem Logo, der Drache, ganz typisch für die TSC Fantasy in Offenbach. Und hinten dran sehen wir einen ganz besonderen Motivwagen. Den hatten sie letztes Jahr auch im Zug, nämlich einen Drachennachbau. Im Originalzug war da auch eine Nebelmaschine drin, der hat richtig Rauch und Feuer gespien. Und es gab letztes Jahr auch einen Preis des Senats des OKVs für den besten Motivwagen. Und den hat letztes Jahr der TSC Fantasy mit seinem Drachen
abgeräumt und wie ich finde verdient. Absolut. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn so viele Gardetänzer, Tänzerinnen nicht tanzen können? Also im Zweifelsfall war ja auch relativ früh klar, wir können hier nichts performen, wir können nichts zeigen. Ja, man durfte ja auch schon sehr früh gar nicht mehr trainieren. Eben, das und kommt ja noch hinzu. Was wenigen Räumen, die man zur Verfügung hat, die hatten ja nicht diese Turnhallenausmaße, die man dann braucht. Wie halten die sich denn jetzt fit, um Gottes Willen? Die, weil im nächsten Jahr müssen sie wieder ran, hoffentlich dürfen die nächstes Jahr alle wieder tanzen und sind alle wieder mit dabei und kriegen auch neue Mitglieder, die wieder mittanzen. Es gibt zum Teil Online-Trainings, wo wirklich im Homeoffice getanzt wird und viele andere Formen. Man hält sich halt selber ein bisschen fit mit Sport und ich hoffe, sie sind nächstes Jahr alle wieder auf den Tanzbeinen unterwegs und erfreuen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal mit ihren Tanzdarbietungen. Guck mal hier, der schöne Drache. Da fährt er am Rathaus vorbei. So, das klingt, als wenn von Hinne schon wieder Guggemusik kommen würde. Und so ist dem wohl auch. Der Musikverein Guggemama aus Bad Ems, das ist im Rhein-Lahn-Kreis und liegt zwischen Koblenz und Rhein, also Greater Hessen sozusagen. Herzlich willkommen! Entertain You haben die gerade gespielt, gell? Jawohl, da bekommt man Lust auf mehr Musik. Es fehlt dieses Jahr doch. Ich frage deswegen Let Me Entertain You, ein Mann, der für viel Unterhaltung auch im negativen Sinne gesorgt hat, das seit Januar wenigstens nicht mehr als Präsident der USA machen darf. Den sehen wir auf dem nächsten Motivwagen. Donald Trump, go back where you come from. Da also kann geh man dahin, wo du herkommst. Und bleib bloß dort. Geh fort. Mann, 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 das haben wir da durchgemacht. Aber hoffentlich ist es vorbei. Ja, aber das ist natürlich auch das Schöne dieses Jahr, dass wirklich Motivwagen gebaut wurden hier. Ich weiß gar nicht, woraus sie diesen Kopf nachempfunden haben, aber es sieht täuschend echt aus. Martina Rommeis hat diesen Wagen entworfen. Großes Lob dafür. Sehr schön. Und wir gehen nach Eschwege, der Fanfarenzug Eschwege. Das ist ein Fanfarenzug, der hat schon überall auf der Welt gespielt. Gell? Der hat sogar schon im Vatikan einen Auftritt gehabt. In Frankreich, in Belgien, in Holland. Sind wahnsinnig erfolgreich. Und das Tollste ist, sie wurden bei einer Vatertagstour gegründet. Vom Vatertag zum Vatikan. Ja, es war ein kurzer Weg. Und ganz naheliegend eigentlich. Ja. Und natürlich in Offenbach dabei. Letztes Jahr in echt. Dieses Jahr im Modell. Schön, dass Sie mitgemacht haben. Der Fanfarenzug Eschwege. Und wir sehen hier das Zugpferdchen des OKV. Offenbach grüßt die Welt mit Offenbach Hallau. Dem können wir uns nur anschließen an dieser Stelle.
Wie waren eigentlich so die Reaktionen im vergangenen Jahr nach der Übertragung des Umzuges aus Offenbach, was ja auch an sich eine, ja, ich glaube, eine Premiere war es nicht, gab viele Jahre vorher schon mal die Übertragung, aber war das erste Mal, also nach zumindest, weiß ich nicht, 20 Jahren, 25 Jahren? War eine ganze Weile her, der letzte Jubiläumszug im Fernsehen, und die Leute waren total begeistert. Also die, die live dabei waren sowieso, aber auch die, die es am Fernsehen gesehen haben, und ich glaube, fast alle, die live dabei waren und im Zug, haben es dann hinterher in der Mediathek auch nochmal angeschaut und nochmal mitgefeiert. Und die hier ganz bestimmt auch. Konzertorchester Offenbach, K.O.O. hatten in 2019 ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Aus diesem Anlass hier nochmal einen Motivwagen gebaut für den Umzug. Und sind bei den Umzügen in Offenbach tatsächlich jedes Mal dabei. Immer vorneweg mit ihrer Garde, die Kleinen wie die Großen. Und auch nicht nur bei den Umzügen in Offenbach, sondern die Offenbacher Gardistinnen und Gardisten fahren ja auch auf viele Umzüge in der Region, im Landkreis und weit drüber hinaus. Und da kann man sich aufs K.O. und viele andere immer verlassen. Die halten die Offenbacher Fahnen hoch und sind dabei und verbreiten Spaß auf der Gast beim Straßentrampen. Weißt du noch, im vergangenen Jahr, da gab es einen Hochzeitsantrag sogar während unserer Übertragung. Per WhatsApp kam dieser Hochzeitsantrag, den haben wir dann nochmal vorgelesen, weil wir dachten, vielleicht liest derjenige, ich glaube, die Frau wurde gefragt, vielleicht liest die Frau das ja nicht. Und die hat dann aber auch nachher per WhatsApp geantwortet. So kannst du, weiß man, was aus denen geworden ist? Ich habe ja keine Ahnung. Ich hatte ja gesagt, ich biete mich an als Trauzeuge. Ja, aber wahrscheinlich gut, wegen Pandemie fand die Feier nicht statt. Vielleicht ja. Kommt die noch. Oder die hatten keine Lust auf mich. Kann natürlich auch gut sein. Die werden noch auf dich zukommen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn man wieder im großen Kreis feiern kann, dann brauchen sie dich. Und hier sehen wir Queen Romy, die erste, die Herzogin vom K.O.O. Die hat sich eine eigene Kutsche gebaut. Und huldigt hier den Massen am Straßenrand. Ganz professionell macht sie das. Mit Brötchen und Zepter. Gibt es auch schon seit mehr als 100 Jahren. K.O., genau. 1919 müssten sie gegründet worden sein. Genau, und da gibt es eine Elferabteilung und eine Garde. Hier haben sie sogar auch noch einen Motivwagen mitgebracht. Ein schlafender Clown und der Wecker steht auf 11.11 Uhr. Wie könnte es anders sein? Ja, guck mal, hier wird auch schon wieder gefeiert. Sounds of Reality. Ja, das ist eine Bühne mit dem Prinzenpaar von 2019. Wer war 2019 Prinz in Offenbach? Es war Andi der Erste und Melli die Erste. Zufälligerweise natürlich die Inhaber dieser wunderbaren Veranstaltungsfirma. Andi und Melli Humor, die hier feiern. Und da sehen wir sie auch, so sahen sie 2019 als Prinzenpaar aus. Guckt dabei ernst auf dem Foto. Naja, ist ja eine ernste Sache, Prinz. Ist in das Lederan, so eine ernste Sache, ja? Und vor allem, er hat ja diese Veranstaltungstechnikfirma, und man kann es verraten, der war ja nicht nur Prinz, sondern der hat schnell noch vor dem Auftritt als Prinz immer noch die Lampen aufgehängt und den Ton eingepegelt und dann die Schaffhose ausgezogen, die Prinzenhose an, und dann ist er auf die Bühne und hat Karneval gefeiert. Als Karnevalist, als echter überzeugter Fastnachter, muss man Überzeugungstäter sein, oder? Muss man, und dann muss man rund um die Uhr im Einsatz halbe sein. Sachen gibt es ja nicht. Die halbe Sachen gehen gar nicht, wenn, dann richtig. Und das können die beiden. Seit wann bist du dabei? Ich bin seit 2006, glaube ich, im Offenbacher Karnevalverein. 2009 hatte ich die große Ehre, mit meiner Prinzessin Melanie Prinz und von Lederanien zu sein. Da durften wir als Prinzenpaar regieren und hatten viel Spaß dabei. War das für dich auch immer so ein Kindheitswunsch, der damit in Erfüllung gegangen ist? Oder kam das erst später, dieses Verlangen da? Also als Karneval war ich schon immer. Man steht nicht morgens auf und sagt, ich werde mal Prinz Karneval. Ich glaube nicht. Aber wenn man es dann ist, dann möchte man es nie wieder missen, weil es einfach schön ist. So, wir kommen zum nächsten Wagen. 11 Uno, einer Cup. Genau, das ist eine große Gemeinschaftssitzung. Die erste Sitzung eigentlich immer in Offenbach in der Kampagne im November. Immer der Samstag nach dem 11.11. im Bürgerhaus Rumpenheim, Rico Longerich und viele andere trommeln da alle Narren zusammen und starten in die närrische Zeit. Und dieses Jahr haben sie auch einen Motivwagen mit ihrer Cup mitgebracht. Und das ist eigentlich auch immer so der erste große Bühnenauftritt des neuen Prinzenpaars. Die werden ja am 11.11. vorgestellt, dann später erst gekrönt. Da sind sie dann meistens noch in Zivil unterwegs. Und dann stehen sie das erste Mal auf der großen Bühne und müssen sich beweisen. Und da haben viele gute Erinnerungen dran, glaube ich. Guck mal, wir kommen hier zum nächsten Traditionsverein. Das hat was mit Turnen zu tun. Genau, es sind die Elver von 1896 e.V. hervorgegangen
aus der TGO. Viele kennen sie noch unter dem Namen früher. Eine Elva-Kooperation, die auch bekannt ist für ihren Karneval. Immer dabei im Straßenkarneval, verantwortlich vor allem, deshalb ist hier wohl auch viel Konfetti auf dem Wagen, für die Konfettikanone am Rathaussturm. Sonst könnten wir nie das Rathaus erstürmen ohne deren Hilfe. Und heute haben sie sich einen großen Motivwagen hier mit Pferdchen, mit eigener Musik und jede Menge kostümierten Narren gebaut, die hier ordentlich feiern. Feiern sonst auch immer einen großen Kinderfasching, ein Kinderkostümfest. Und das ist ja was, glaube ich, was dieses Jahr auch ganz besonders den Kleinen fehlt. Den fehlt das, Partys, ja. Wo Karneval gefeiert wird, im Kostüm, alle zusammen. Und das, dafür sorgen sie auch in den normalen Kampagnen, dass auch die Jüngsten Zeit zum Feiern haben. Ich frage mich gerade, wie die Kinder jetzt an ihre Kamelle kommen in diesem Jahr. Die ganzen Bonbons und Strussio und was da alles geworfen wird. Ich meine, da wurden ja Vorräte fürs ganze Jahr aufgebaut. Und so mühselig eingesammelt bei den Umzügen. Gell? Genau. Ja, und dieses Jahr bleiben sie auf dem Sofa sitzen, wie die zwei hier. Ja, das ist vielleicht die klassische Tätigkeit in diesem Jahr. Auf dem Sofa, vor dem Fernseher sitzen und rumnörgeln. Das können die zwei hier ganz besonders. Stettler und Waldorf, das kennen wir alle aus der Muppet Show. Diese beiden Opis, die in der Loge sitzen und ja, denen man es eigentlich nicht recht machen kann. Hast du sowas schon mal gesehen? Sagt der eine, nee. Ich hoffe, das nie wieder sehen zu müssen. Ja, hat er ja eigentlich recht. Ich will das auch nie wieder so sehen, obwohl ich es gerade sehr genieße und ganz, ganz toll finde. Aber lieber ist es mir natürlich auch in real, in echt, mit echten Menschen, die sich anfassen, die sich umarmen, küssen und sonst was, die keinen Abstand halten müssen, die keine Angst vor einer Corona-Infektion haben müssen. Ja, gut. Aber ich finde, die hier machen es richtig. Wenn Corona den Platz besetzt, dann feiern wir halt einfach drumherum. Genau. Warum nicht? Und das kann man ja auch zu Hause machen. Auch in diesem Jahr Kostüm anziehen, pappnas ins Gesicht und trotzdem feiern. Halt mit der eigenen Familie. Und der Pressesprecher des OKV, Thomas Isser. Könnte das dein Bruder sein? Ich glaube. Ja, der hat das gebaut. Der hat sehr viel gebaut hier für den Zug. Auch das Rathaus und die Kirche. Und hier sehen wir den großen Dankewagen des OKV. Mit den Logos aller angeschlossenen Vereine. OKV, ja, der Dachverband der Offenbacher Karnevalvereine. Und die Logos der Vereine sehen wir hier auch auf dem großen Transparent. Die sich bedanken bei allen, die Karneval. Vor allem bei den Kindern, die das ganze Playmobil ausgeliehen haben. Bei denen gilt unser ganz besonderer Dank heute. Und ihr kriegt das alles zurück. Ja, und wenn nicht, dann sagt er mir Bescheid und ich hau dem Onkel Thomas mal ordentlich auf die Glocke. Weil das geht nicht. Einfach Playmobil entwenden, da bin ich dagegen. Wir sehen dort auch auf dem Wagen den Hashtag Fasnacht kommt wieder. Fasnacht ist immer da, aber im nächsten Jahr kommt sie dann auch wieder ganz echt. Guck mal jetzt, Konfettiregen hier. Super. Es geht super ab. Also ich muss wirklich sagen, als ihr mich vor ein paar Wochen das erste Mal darauf angesprochen habt, dachte ich mir, okay, jetzt sind sie völlig übergeschnappt. Wie soll das enden? Wie soll das aussehen? Dann war ich vor 2 Wochen mit der Hessenschau da und habe hier bei den Aufbauarbeiten den ersten bisschen zugeguckt und mal geschaut, was da passiert. Und da dachte ich schon, könnte werden. Aber das, was ich jetzt sehe, es übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Es ist Weltklasse. Ist dafür habt großartig. Ihr Preise noch und nöcher verdient. Es ist wirklich toll und es ist mir eine Ehre, hier mitmachen zu können. Es ist echt. Uns eine Freude, dass du den Spaß mitmachst und dir hier diesen wunderschönen Zug mit uns gemeinsam genießt und kommentierst für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das jetzt hoffentlich zahlreich sehen und sich auch immer wieder angucken können. Denn es bleibt ja online auf unserer YouTube-Seite, auf unserer Kampagnen-Webseite www.lederanien.de. Man kann immer wieder reingucken und auch vielleicht nochmal die Stopptaste drücken, auch diese ganzen Details nochmal genießen, die hier wie bei der Zugente als traditionelle Schlussnummer des Zuges verbaut wurden und wirklich mit Liebe zum Detail hier gestaltet. Da sehen wir auch das Prinzenpaar in der Loge hier links im Bild sitzen, die natürlich auch das Finale abnehmen, wie sich das gehört. Ist das da hinten die Würstchen gut? Ja. Das riecht bis hierhin. Gibt es auch was Leckeres. So, und am Ende muss einer den ganzen Kram auch noch einkehren. Großartig. Der kehrt Nein, also ganz, allein. Ganz, ganz toll. Selten hat Fasnacht so viel Spaß gemacht. Ups, da hat es ja mal gerade hier den Schweinegrill gerade ein bisschen. Da hat es richtig geruckelt. Ja, da ist ja ordentlich Gewicht drauf auf der Kette hier. Ja, ja. Wahrscheinlich der Straßenkehrer, der hat zu viel Mettbrötchen gegessen.
Ja, also drücken wir feste die Daumen, dass wir im kommenden Jahr 2022 wieder einen 1A original echten Fastnachtsumzug sehen. Genau, dann sitzen wir auch nicht mehr als Playmobil, dann können wir auch wieder in echt Karneval feiern. Lieber Jens, es war ein großer Spaß, dass du dabei warst. Es war ein großer Spaß, dass ihr alle dabei wart und mit uns gefeiert habt. Bleibt gesund, verliert nicht die gute Laune. Das ist ganz, ganz wichtig in diesen Tagen. Und genießt Karneval auf eure eigene Art. Und nächstes Jahr feiern wir dann alle wieder zusammen. In diesem Sinne, Offenbach, hallo! Hallo! Offenbach, hallo! Offenbach, hallo! Hallo! Tschüss! Ein virtueller Umzug halt und der kommt jetzt. Hurra, hurra, die Hesse sind da. Hurra, hurra, vom Offenbach am Mann. Die Hunde lassen labern, die Stadien sind ab. Wir sind von hier, sind aus Offenbach am Bach. Ja, weil der große Offenbacher Karnevalverein, da hat man sich was überlegt und das ist wirklich fein. Bei YouTube und bei Facebook, da kann man das jetzt sehen, wie so ein virtueller Umzug tut dann vonstatten gehen. Hurra, hurra, der Umzug, der wird wahr. Hurra, hurra, ihr Offenbach am Bach. Und ist bei uns auch dies ja alles, alles als bisher. Präsentiert ihr euch die Fasnacht, hallo laut und schaut mal her. Hurra, hurra, der Umzug wird wahr. Hurra, hurra, in Offenbach am Bach. Und ist bei uns auch dies ja alles, alles als bisher. Präsentiert ihr euch die Fasnacht, hallo laut und schaut mal her.